und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade in Ägypten auf einem Nilkreuzfahrtschiff. Auf unserer Reise haben wir nämlich ganz, ganz oft gehört, dass es unfassbar schön sein soll in Ägypten. Die nächsten zwei Wochen hier und machen erst, wie schon gesagt, eine Nilkreuzfahrt. Fliegen dann noch nach Kairo, schauen uns in Kairo die Pyramiden an und haben dann noch am Roten Meer in Hurghada Badeurlaub. Überall im Hintergrund sieht man schon die typische Landschaft, die man von Ägypten kennt. Also ich bin wirklich sehr gespannt und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Am Montag um 14 Uhr hat unser erster Tag gestartet mit dem Ausflug zur großen Tempelanlage von Karnak. Die Anlage umfasst verschiedene Tempel, einige heilige Seen und Kapellen. Angekommen haben wir einiges von unserer Reiseführerin erklärt bekommen, unter anderem auch die Hieroglyphen wurden uns erklärt, die verschiedenen Bedeutungen, was auch sehr, sehr interessant war. Ja, das ist das Wasser. Ich bin jetzt hier bei diesen Pylonen. Hinter mir sieht man auch noch hier, dass es immer noch restauriert wird und wieder versucht wird aufzuarbeiten. Sehr, sehr beeindruckend. Man kennt es ja so aus Filmen. Bond oder Tod auf dem Nil wird hier zum Beispiel gedreht. Und das ist echt zu sehen, ist echt sehr, sehr besonders. Also bis jetzt Ägypten fällt mir schon sehr, sehr gut. Wir haben den zweiten Tag in Luxor und wir stehen gerade vorm Feld und hinter uns sind ganz, ganz viele Heißluftballons. Das kann man hier auch machen. Entweder hätten wir es heute machen können oder am letzten Tag. Und auch wenn ich Höhenangst habe, überlege ich mir das echt, weil man kann hier mit den Heißluftballons über die Felder, Zuckerrohrfelder und das Tal der Könige und man sieht den Nil noch. Also sieht wirklich sehr, sehr schön aus und das wollte ich schon immer mal machen. Wir mussten heute früh aufstehen. Um 6 Uhr wurden wir geweckt und um 7 geht's los. Und ja, im Hintergrund sieht man schon, wir gehen später zum Tal der Könige und schauen uns das alles an und auch die Gräber. Sieht man hier eine riesige Baustelle und das hat man herausgefunden, dass doch, die finden immer noch die Sachen hier. Die Gräber. Wow, ist das. Wir sind jetzt in einem Grab angekommen und ich bin eigentlich eine Person, ich schwitze eigentlich echt nicht schnell, aber diese Luftfeuchtigkeit hier ist einfach krasser als in Bali. Ich dachte schon, draußen wäre warm. Unsere Führerin hat uns auch gesagt, dass vor 2 Jahren tatsächlich nochmal ein neues Grab gefunden wurde. Also man findet tatsächlich immer noch was, wenn man sich einmal vorstellt, wie alt es hier alles schon ist. Ja, unglaublich. Und was sie sich damals schon gedacht haben. Also sehr interessant, sich das auf jeden Fall mal alles anzuschauen. Ja.
Leute besuchen. Und hier sind auch die Farben noch richtig, richtig gut erhalten. Also es ist so beeindruckend einfach, wie alt es schon ist. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Also kann ich euch sehr empfehlen, auch mal ins Karl der Könige zu gehen und sich das alles in echt anzuschauen. Und wie schon gesagt, die finden ja immer noch neue Gräber. Also ja, es wird auch nie langweilig und man wird wahrscheinlich nie alles gesehen haben. Beim Terrassentempom und es ist wirklich so heiß. Ich dachte eigentlich, nach dem Tal der Könige gehen wir zurück aufs Boot. Aber nee, wir schauen uns jetzt das hier noch an, weil es auch in der Nähe von Luxor ist. Einfach komplett aus dem Fels rausgeschlagen. Und damals gab es ja noch keinen Sprengstoff oder so, sondern einfach wirklich nur mit Meisel und mit Granit. Also es ist unglaublich und ich habe gerade mal gefragt, das wurde einfach in 15 Jahren gebaut. Ich finde, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass es zu dieser Zeit schon so möglich war und was es einfach für eine mordsmäßige Arbeit gewesen sein muss und wie viele Menschen daran gearbeitet haben, dass man sowas in 15 Jahren einfach fertigstellt und komplett aus dem Fels rausschlägt. Was man hier sieht, wurde aus Schutt wieder aufgebaut, also so wie da hinten. Dieser Berg war das hier auch, dieser Tempel, weil der komplett zerstört war. Also die Archäologen haben dann gegraben und immer so einzelne Stücke gefunden, wie sie da jetzt noch liegen. Die haben sie noch nicht verwerten können und dann wirklich alles Stück für Stück wieder aufgebaut. Was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde, ist hier komplett Dürre und Wüste und da hinten einfach durch den Nil das fruchtbare Land und die Oase, wo man alles anpflanzen kann, Palmen sind und so. Also das ist so ein... einfach nur unglaublich. Am Schiff wieder angekommen sind wir eigentlich direkt aufs Deck und haben noch ein bisschen die Landschaft genossen. Das Schiff ist nämlich jetzt weiter Richtung Assuan gefahren. Wie schön sieht das bitte aus, wie die Kühe hier im Wasser stehen und im Wasser auch baden. Also ich habe das richtig genossen, die Landschaft und die Tiere zu beobachten. Ja, und was man hier sieht, sind die schwimmende Bazarverkäufer. Also das hat uns auch wirklich sehr gewundert. Während unsere Boote gefahren sind, haben die sich versucht, an den Booten festzumachen, um dann ihre Teppiche und Tücher, ihre Waren zu verkaufen. Und die haben das dann immer so gemacht, dass sie ihre Sachen nach oben geschmissen haben, obwohl man es eigentlich gar nicht wollte, und wollten dann im Gegenzug von uns halt Geld. Aber mir war das auch nicht so richtig klar, weil wenn man im Endeffekt Geld runterschmeißt und das Boot fährt ja weiter, ist die Wahrscheinlichkeit durch den Wind und so ja ziemlich groß, dass das Geld dann irgendwie im Wasser landet. Also ich habe den Sinn nicht so richtig davon verstanden, aber es war echt eine Attraktion und alle Menschen haben sich immer nur gedacht, was wollen die jetzt eigentlich von einem? Habe ich so tatsächlich in keinem Land bis jetzt erlebt, aber war irgendwie auch eine coole Erfahrung. Wir haben jetzt den dritten Tag, also Mittwoch, und heute ausschlafen und das wieder um 17 Uhr weiter und können einfach ein bisschen die Landschaft genießen, am Pooldeck sein und entspannen. Und irgendwie tut das uns auch mal sehr gut, weil durch die Hitze und das Programm hat es mir gestern Abend dann schon auch gereicht und einfach mal nichts tun ist auch im Urlaub ganz gut. Im Doppeltempel von Komombo angekommen, hat unsere Reiseführerin uns wieder die Geschichte, die Entstehung und natürlich die Hieroglyphen erklärt. Eine Kartusche mit den Namen und eine Kartusche ist leer. Warum? Weil in der Zeit der Griechen und Römer, die haben sich gegenseitig getötet
Und die haben nur für eine ganz kleine Zeit regiert. Weil hier muss ich sagen, ist mir wirklich viel, viel, viel zu viel los. Also irgendwie dann nicht mehr so genießen, wenn einfach so viele Leute sind und man irgendwie sich ständig durchquetschen muss, keinen Platz hat. Das ist so das Erste, wo ich sage, bis jetzt hätte ich auch drauf verzichten können. Und hier, welche? Hier, wir durch, sonst gehen wir hier durch. Um ehrlich zu sein, war ich dann ganz happy, als es wieder zurück zum Schiff ging, weil es mir einfach wirklich viel zu viele Menschen waren, wie schon gesagt. Und dort haben wir dann auch einen wunderschönen Sonnenuntergang angeschaut. Ich habe einfach gemerkt, das Video wird viel zu lang, wenn ich alles in eins packe. Deswegen wird es auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben von der Nilkreuzfahrt. Wir haben ja heute erst Donnerstag, das heißt, es folgen noch 4 Tage auf dem Schiff. Dann fliegen wir noch nach Kairo. Also seid gespannt. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, zeigt es sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun. Würde mich sehr freuen, um keines der Videos auch mehr zu verpassen. Euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Video.